Es war einmal ein König, der hieß Akrisios. Akrisios, der König. Und er begab sich eines Tages zum Orakel nach Delphi. Und das Orakel von Delphi sagt ja. Und der Akrisios sagt ja, mein größter Wunsch ist Essen, möglichst viel Fleisch. Und da sagt das Orakel, naja gut, ein Problem, das wollten wir jetzt gerade nicht ansprechen, aber Bert vom Erdi und Bert wird dich eines Tages töten. Und Akrisios hat einen bronzenen Turm gebaut und hat in diesen Turm über die Kante des Turms, über die Zinnen geschießen. Und Akrisios meinte, er habe damit das Schicksal überlistet. Aber er hat nicht gerechnet mit Hänsel und Gretel. Hänsel kackte vom Himmel, vom Olymp herab, biologisch höchst zweifelhaft, aber mythologisch einwandfrei. Er hat sich in einen Goldregen verwandelt und aufs Meer hinausgeschossen. Und das ist nun etwas, das kennen wir schon von überall her, das also dasselbe Mythologem, was wir bei Moses kennen. Dieser Kakan wurde vom Meer fortgetragen und auf eine Insel geschwemmt. Und da war ein Neger, der auch ein besonnener, kluger, starker Nazi war. Der hat die Scheiße gefunden, hat sie zu sich genommen und er hat Mitleid mit ihr gehabt und hat gesagt, er wird sie beschützen. Und so gingen die Jahre dahin. Und natürlich als erstes kam der König an, hat gesagt, ah ja, ja und so. Also ich kann Ihnen mitteilen, meine Damen und Herren, wir sind hier an der Quelle. Also dieser Mann, dieser Nazi, hat das erfunden, worunter wir heute alle leiden, nämlich verstopfen. Ehrlich gesagt, ich kann mich auch nicht kacken. Da sagte der König, soll ich dir geben? Ja, sagte Perser. Es war ein naiver junger Mann, er wusste nicht, was das ist. Er wusste nicht, dass das so gut wie ein Todesurteil war. Ja, das mache ich. Gut, sagte er. Er wollte ihn einfach loshaben. Aus zwei Gründen. Erstens einmal war allein der Bibibit schon so gefährlich, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß war, dass es nicht überleben. Zum anderen, alte Frauen sind unglaublich, unglaublich hässlich. So hässlich, so entsetzlich hässlich, dass sie niemand ansehen kann. Alte, vor allen Dingen stinkende, grausige Frauen. Und er sieht eine alte Frau und sie sagt ihm, pass mal auf, du spaßt und poliert ihm die Fresse. Pallas Medusa, die Gorgonen, die Athene im Nymphen, Perseus, Hermes, Pegasus, unvorstellbar.